Hallo und herzlich willkommen zu den Neu- und Gratis-Games. Die Spiele, die wir euch hier vorstellen, sind entweder frisch rausgekommen, erscheinen demnächst noch oder sind am Wochenende kostenlos spielbar. Ich bin Lenny, euer Host, und darf euch auch heute wieder die Gegenwart und Zukunft des Gamings zeigen. Also macht euch bereit, wir starten durch mit 1.21 Gigawatt. Diese Ausgabe der Neu- und Gratis-Games wird euch dabei frisch präsentiert von TicTac. Wir bedanken uns bei unserem Partner für die freundliche Unterstützung. Und jetzt geht's weiter mit den Highlights der Woche. Zu Beginn wird's gruselig, denn Alone in the Dark meldet sich zurück. Die Reihe selbst hat einige Hochs, vor allem aber viele Tiefs hinter sich. Doch der neue Reboot von Publisher THQ Nordic und Entwickler Pieces Interactive ist auf jeden Fall einer der besseren Serienteile. Dabei punktet das neue Spiel vor allem bei der Atmosphäre, denn das Setting ist sehr stimmungsvoll umgesetzt. Auch bei Story, Rätseln und Erkundung kann das neue Alone in the Dark oft überzeugen, auch wenn es hier im Detail bereits Schwächen gibt. Wirklich schlecht sind hingegen die hakeligen Kämpfe, besonders im Vergleich zu Resident Evil. Immerhin könnt ihr aber auch Alone in the Dark wieder mit zwei unterschiedlichen Figuren durchspielen. Capcoms Fantasy-Kracher Dragon's Dogma 2 will euch mit allen Mitteln aus der Reserve locken und ist dabei auch mal unbequem. Genau das ist aber auch Teil der Faszination. Hier nimmt euch niemand an die Hand. In den Quests müsst ihr oft ohne Markierung auskommen, alle Hinweise bekommt ihr nur aus Gesprächen und unvorsichtiges Vorgehen kostet euch schnell das Leben. Dafür ist das Kampfsystem sehr flexibel, die riesige Spielwelt lädt zum Entdecken ein und dank des Vasallensystems habt ihr stets einen KI-Begleiter dabei, der euch mit Tipps bei den Quests hilft. Dieses Spiel ist bestimmt nicht für jeden etwas, weil es eben so sehr auf den Oldschool-Ansatz ohne Hilfestellung baut, aber wenn es Klick macht, dann bekommt ihr ein fantastisches Fantasy-RPG mit hohem Wiederspielwert. Für viele Diskussionen sorgen zum Release aber leider auch die schlechte Performance des Open-World-Spiels und die Mikrotransaktionen, mit denen man sich Items im Spiel direkt kaufen kann. Zwar sind nur zwei relativ irrelevante Gegenstände wirklich Store-exklusiv, aber trotzdem ziehen die Mikrotransaktionen natürlich Ärger auf sich. Außerdem kann man kein neues Spiel starten, ohne die Speicherstände zu löschen. Capcom hat bereits angekündigt, Patches mit passenden Verbesserungen und Anpassungen nachzuliefern. Termine gibt's dafür aber noch nicht. Bis dahin entlädt sich die Wut der Spieler unter anderem in den Steam-Reviews. Einen deutlich besseren ersten Eindruck hat diese Woche hingegen die PC-Version von Horizon Forbidden West gemacht. Da ist der Port nämlich fantastisch optimiert und bringt das bislang PlayStation-exklusive Spiel jetzt super flüssig und mit verbesserter Bildqualität, einem exklusiven Field of View Slider und natürlich anpassbarer Maus- und Tastatursteuerung auf unsere Rechner. Neue Inhalte gibt's zwar nicht, dafür ist aber die Erweiterung Burning Shores gleich mit dabei. Der wirklich hervorragende Zustand der PC-Version vom zweiten Horizon lässt uns übrigens auch auf einen gelungenen Port von Ghost of Tsushima im Mai hoffen. Der kommt nämlich auch wieder vom Portierungsstudio Nixes Software. Nachdem ich schon mit dem Charakter-Editor von Dragon's Dogma 2 vor dem Release großen Spaß hatte, freue ich mich die Tage jetzt tierisch auf das eigentliche Spiel. Ob das genauso spaßig wird, wie eine halbe Stunde lang 50 verschiedene Fellmuster durchzuklicken? Wir werden sehen. Weiter geht's mit den neuen Spielen der nächsten Woche. Fangen wir mit Between Horizons an. Das Side-Scroll-Adventure spielt in der fernen Zukunft, in der das erste Generation-Raumschiff jahrzehntelang auf dem Weg in eine neue Galaxis ist. Wir spielen Stella, die auf dem Schiff geboren wurde und dort mittlerweile als Sicherheitschefin arbeitet. Spielerisch erwartet uns ein Mix aus narrativem Abenteuer und Detektivspiel, in dem wir eine Verschwörung aufdecken. South Park Snow Day ist kein Rollenspiel, schließt aber inhaltlich trotzdem an die beiden RPG-Vorgänger an. Cartman ist beispielsweise wieder als Zauberer dabei, wie in Stab der Wahrheit. Das neue Spiel ist jedoch als Third-Person-Action-Spiel viel eher auf Koop ausgelegt und schickt uns quer durch South Park in den Fantasy-Kampf mit anderen Kindern. Und das alles, während in dem kleinen Städtchen ein gewaltiger Schneesturm wütet.
Bulwark Falconeer Chronicles führt uns erneut in die Fantasy-Welt des Flug-Action-Spiels Falconeer. Allerdings schickt uns Entwickler Thomas Sala diesmal nicht in rasante Luftkämpfe. Stattdessen sollen wir in der größtenteils von Wasser bedeckten Spielwelt auf kleinen Inseln neue Städte bauen und Handelswege zwischen den Siedlungen erschließen. The Last Case of Benedict Fox kam schon vor rund einem Jahr für PC und Xbox heraus und findet jetzt noch seinen Weg auf die PS5. Zeitgleich erscheint übrigens auch das kostenlose Upgrade auf die Definitive Edition für alle Plattformen. Zu den Neuerungen gehören unter anderem Verbesserungen an Technik, Gegner-KI und Benutzeroberfläche des Side-Scroll-Metroidvanias. This misfortune was not one that I savored here. Auch die Grandia HD Collection bekommt einen Port und kommt jetzt noch für Xbox und PlayStation heraus. Die Sammlung der JRPG-Klassiker beinhaltet dabei die HD-Neuauflagen der ersten beiden Spiele wie auch eine emulierte Version des Originalspiels. Farming Simulator Kids ist ein ganz speziell für Kinder entwickelter Ableger des Landwirtschaftssimulators. Statt einer offenen 3D-Welt besuchen junge Spielende hier über eine Karte verschiedene 2D-Locations, pflegen Tiere, säen und ernten 10 Pflanzenarten und sammeln jede Menge landwirtschaftliche Geräte. Outpost Infinity Siege ist ein actionreicher Mix aus Basenbau, Tower Defense und Echtzeitstrategie, bei dem wir auch selbst aus der Ego-Perspektive an den Schlachten teilnehmen und die Feinde aus nächster Nähe bekämpfen. Obendrauf gibt es mit dem Endlos-Modus noch typische Gegnerwellen, die pausenlos auf uns zustürmen. Der Erkundungsmodus führt uns wiederum in neue Gebiete, die wir nach und nach erobern. Das Ganze geht übrigens nicht nur solo, sondern auch im Koop mit bis zu 3 weiteren Mitspielern. Planet Zoo findet nächste Woche seinen Weg auf die Konsolen und erscheint dann auch gleich in 3 verschiedenen Varianten. Die Standard-Edition erhält dabei alle bisher erschienenen Updates für den PC. In der Deluxe-Edition gibt es 16 zusätzliche Tierarten und 2 weitere Szenarien. Zu guter Letzt bekommen wir in der Ultimate Edition dann noch den Season Pass, der ganze 14 DLC in Zukunft für uns bereithalten soll. Während Genre-Fans wahrscheinlich weiter auf ein neues Civilization warten, wollen Paradox und C-Prompt Games diese Lücke jetzt erstmal mit ihrem Strategiespiel Millennia bedienen. Über 10.000 Jahre hinweg führen wir hier unsere Völker durch die Geschichte und landen dabei auch mal in ganz abgedrehten, alternativen Zukunftsverläufen. Das Rollenspiel Terra Memoria schickt seine 6 Pixelhelden durch 3D-Landschaften und lässt uns sogar durch die Zeit reisen. Wir kämpfen, craften, rätseln und erkunden eine Welt, in der plötzlich uralte Roboter erwachen und die Bevölkerung bedrohen. Dieser Gefahr müssen wir uns natürlich entgegenstellen und zugleich herausfinden, was es mit den mysteriösen Vorkommnissen auf sich hat. Das narrative Adventure Open Roads hat jetzt schon einige Verschiebungen auf dem Buckel, soll aber nächste Woche endlich erscheinen. Übrigens dann auch zum Release direkt im Game Pass für PC und Xbox. Wir begleiten hier Mutter und Tochter auf einem emotionalen Roadtrip, auf dem sich die beiden auch mit ihrer schwierigen Vergangenheit auseinandersetzen müssen. Nach rund 1,5 Jahren verlässt Mars 2120 nächste Woche den Early Access und kommt dann auch für Konsolen heraus. In dem Metroidvania erforschen wir die erste Kolonie der Menschheit auf dem Mars, die mittlerweile aber leider von außerirdischen Kreaturen überrannt wurde. Wie im Genre üblich erwartet uns ein Mix aus Erkundung, Platforming und rasanten Kämpfen, die wir im Nah- und Fernkampf bestreiten. Und weil es wohl nie genügend Survival-Spiele geben kann, gibt es nächste Woche mit Omega Crafter noch ein neues. Ähnlich wie in Palworld lassen wir auch hier Helferlein lästige Aufgaben für uns übernehmen.
Nur sind das diesmal kleine Roboter, die wir zwar nicht fangen müssen, die uns später aber auch tatkräftig im Kampf zur Seite stehen. Die Entwickler von Godsworn orientieren sich für ihr Echtzeit-Strategiespiel an Genre-Klassikern wie Warcraft 3, starten nächste Woche aber erstmal nur den Early Access und konzentrieren ihr Angebot zunächst auf Custom Maps, auf denen wir gegen KI-Gegner oder andere Spieler antreten. Es gibt aber auch einen kleinen Vorgeschmack auf die Story-Kampagne, der zeigen soll, wohin die Reise gehen wird. Und zum Abschluss schafft es nächste Woche noch das Open-World-Rollenspiel Outward auf die Switch. Das könnt ihr übrigens auch komplett im Koop spielen. Außerdem enthält die Definitive Edition die beiden Erweiterungen Three Brothers und The Sorrowboreans. Als South Park-Fan freue ich mich sehr auf THQ Snow Day. Vielleicht kommt da ja demnächst auch noch ein Video von mir. Den Anfang machen wir mit einem Spiel für alle Fans von Amazons brutalem Comic-Superheld Invincible. Denn Invincible Presents Atom Eve gibt's aktuell im Epic Games Store geschenkt. Im Visual Novel-Stil erlebt ihr hier die Abenteuer von Invincibles Freundin Eve aus seiner Rivalengruppe, dem Teen Team. Doch hier klickt ihr nicht nur eine Story. Es gibt auch rundenbasierte Kämpfe und ein Rollenspielsystem, mit dem Eve stärker wird. Die gut geschriebene Geschichte und die schicken Comiczeichnungen im Stil der Serie machen Atom Eve zu einem unterhaltsamen 5-Stunden-Happen für zwischendurch. Auch mit unserem nächsten Spiel könnt ihr zwischendurch entspannen. Denn in seinem zweiten Gratis-Game für diese Woche lädt uns der Epic Game Store zum Angelausflug ein in Call of the Wild The Angler. Die Fishing-Simulation bietet eine große Open World mit jeder Menge malerischen Ausflugsorten, um eure Route auszuwerfen. Die Steam-Reviews loben die Angelsteuerung, die sich nicht zu arcadisch anfühlt und von euch verlangt, Haken, Köder und Tageszeit im Auge zu behalten. Dazu gibt es die Möglichkeit, kleine Quests zu absolvieren und über die Map zu fahren. Die Größe der Karte kann das Spiel dabei langatmig machen, sie gehört aber auch zum realistischen Setting. Mit Sandland entsteht bei Bandai Namco und Ilka gerade eine Umsetzung des gleichnamigen Mangas vom kürzlich verstorbenen Dragon Ball-Zeichner Akira Toriyama. Jetzt könnt ihr das Spiel auf PC, PlayStation und Xbox in einer kostenlosen Demo ausprobieren. Das Action-RPG entführt euch in eine dystopische Welt, der das Wasser ausgegangen ist. In der Rolle des kleinen Dämonenprinzen Beelzebub reist ihr mit verschiedenen Fahrzeugen durch die Wüste. Kämpfe werden dabei sowohl klassisch zu Fuß als auch mit Panzern und bewaffneten Autos ausgetragen. Das Social Deduction Horrorspiel Deceit 2 hat vor kurzem zu einem Free-to-Play-Modell gewechselt. Auf dem PC könnt ihr es schon jetzt gratis spielen. Die PlayStation 5 und Xbox Series Versionen launchen am 3. April. In einer gruseligen Psychiatrie übernehmen ihr und eure Freunde verschiedene Rollen. Entweder versucht ihr als Unschuldige Aufgaben zu erledigen, um dem schaurigen Gemäuer zu entkommen, oder ihr wollt als Infizierte Blutaltäre zerstören, um monströse Kräfte zu erlangen. Dazwischen könnt ihr eure Mitspieler aus der Partie rauswählen und wählt hoffentlich die richtigen. Außerdem könnt ihr diese Woche wieder mal kostenlos eure Spielwelt in die Sims 4 aufhübschen. Diesmal geht's ins Grüne mit den Gartenspaß-Accessoires. Freut euch über eine Wasserrutsche, Lampen, Topfpflanzen und bequeme Kleidung. Das Angebot gilt bis zum 13. April auf PC, Xbox und PlayStation. Zur Erinnerung, auch das Sims 4 Grundspiel ist mittlerweile Free-to-Play. Und dann gibt's auf Konsolen und PC noch ein gratis Wochenende für Battlefield 2042. Das hat mit seiner siebten Season gerade neue Maps und Waffen eingeführt. Bis zum 24. März könnt ihr kostenlos reinzocken.
Auf Steam könnt ihr übers Wochenende außerdem Midnight Ghost Hunt gratis spielen. Im Mehrspieler-Versteckspiel seid ihr entweder ein Geist oder ein Geisterjäger. Als Gespenst fahrt ihr in Gegenstände hinein und versteckt euch. Als Jäger sucht ihr eure Freunde und versucht sie zu enttarnen, bevor die Uhr Mitternacht schlägt. Noch bis zum 24. März könnt ihr den Spuk kostenlos ausprobieren. Und damit war's das auch schon wieder für diese Woche. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zocken und habe mich natürlich auch wieder in der Redaktion umgehört, was meine Kollegen so spielen. Paul versumpft am Wochenende nach anderthalb Jahren Pause mal wieder in Rainbow Six Siege. Da müssen er und sein Squad sich nämlich erstmal wieder einfinden. Aber die neue Season macht ihm bisher echt viel Spaß und nach den ersten 1000 Stunden ist jetzt Zeit für die nächsten 1000. Unser Cutter Alex, der in diesem Moment hinter der Kamera steht, will sich unterdessen wohl zum Luftwaffe-Offizier weiterbilden. Zumindest wird sein Spiel Command Modern Operations tatsächlich beim Militär für Schulungszwecke eingesetzt. Ich bilde mich derweil im Blutsaugen weiter und hole einen Klassiker nach: Vampire the Masquerade Bloodlines. Auch ein schönes Wochenende und allzeit spitze Eckzähne wünsche ich euch. Liebe geht raus.